schön, dass hier so eine tolle Stimmung ist. Tolle Stimmung hier im Saal, aber auf der Welt, es knallt, es knallt, es knallt. Krieg wieder im Nahosten, schon wieder wegen Religion. Es gibt wirklich viele Kriege, die sind wegen Religion. Also richtig, richtig viele. Ich habe immer gedacht, Religion, das ist Toleranz, das ist Liebe, habe ich gedacht. Aber ich weiß, ich bin immer sehr naiv gewesen. Wisst ihr, dass ich habe jahrelang, war ich überzeugt, dass Tour de France hat was mit Sport zu tun. Also das ist... Madame Perra, Sie kennen Madame Perra, ja? Nein? Ehrlich nicht? Na, sag mal, wenn wir die deutsch-französische Freundschaft nach vorne bringen wollen, ihr müsst euch ein bisschen für Frankreich interessieren, ja? Madame Perra, das war meine Lehrerin von der 5. Klasse. Madame Perra, in der 5. Klasse, das war interessant, es gab in unserer Klasse viele Religionen. Es gab Juden, es gab Muslime, es gab Katholiken, es gab Protestanten. Ich war normal. Und wir haben alle zusammen gespielt, ohne Probleme. Es gab nie Probleme zwischen uns. Ja? Wir haben oft auch Fußball gespielt, draußen. Oh, einmal, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben ein Fenster kaputt gemacht mit dem Fußball. Wir haben Ärger. Wir haben alle eine Ohrfeige bekommen von der Concierge. Alle eine, außer der Katholik. Der hat zwei bekommen, weil er hat die andere Wange hingehalten. Das ist, aber sonst... Madame Perra hatte gesagt, ich möchte mit euch ein Experiment machen. Ich möchte einen Philosophieunterricht machen. Ihr seid vielleicht ein bisschen zu klein, aber ich will es versuchen. Das Thema, das war Hass. Sie hat uns gefragt, wer von euch hat schon Hass empfunden? Niemand. Wie gesagt, also es wäre uns nie auf die Idee gekommen, die anderen wegen ihrer Religion zu hassen. Also nein, machen wir überhaupt nicht. Also Hass, Madame Perra, kennen wir nicht, außer für den Zahnarzt. Aber das ist ja normal, also der hat es verdient. Das ist, weil in Frankreich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, in Frankreich, es gibt einen Schulzahnarzt und unser Schulzahnarzt, er hat immer was gefunden, er hat geguckt, da gibt es ein Loch und er wollte immer bohren. Und er hat sich in alles eingemischt, weißt du? Es gab das war super eigentlich, vor der Schule, es gab ein Süßigkeitsautomat, ja? Er hat sich durchgesetzt, dass das Süßigkeitsautomat höher gestellt werden sollte, damit die Kinder das nicht mehr erreichen, sondern nur noch die Eltern. Also ein Vollidiot, der Typ, Vollidiot. Also, den haben wir gehasst. Und Madame Perra, als sie das gehört hat, sie hat gesagt, das ist interessant. Hausaufgabe für alle. Versucht, den Zahnarzt nicht mehr zu hassen. Und kleiner Tipp, hat sie gesagt, für die, die eine Religion haben, ja, sucht in eurer Religion, es kann sein, dass ihr was findet. Wir haben uns alle getroffen. Der Katholik und der Protestant, die haben ihre Bibel gebracht, der Jude seine Tora, der Muslim sein Koran, ich meine Übshefte. Wir haben gesucht, finden wir irgendwas da drin, was für den Zahnarzt irgendwie sein könnte. Und wir haben gesucht, nichts gefunden. Doch ein Ding haben wir in der Bibel gefunden. Da stand Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, also wir haben gesagt, ja, aber das ist es nicht, das passt zum Zahnarzt, aber es könnte genauso zum Optiker passen. Also, und jeden Tag, ja, wir gingen dann an diesem Automat vorbei, jeden Tag konnten wir keine Süßigkeit erreichen. Das heißt, der Hass jeden Tag war immer größer für den Zahnarzt. Also eigentlich das Gegenteil, was Madame Perra wollte. Bis zu diesem Tag, wo wir eine Idee hatten. Wir haben die Bibel auf den Boden gestellt, darauf die Tora, den Koran, zwei oder drei Übshefte. Dann sind wir also respektvoll, sehr respektvoll und vorsichtig draufgegangen und wir konnten tatsächlich den Süßigkeitsautomat wieder erreichen. Wisst ihr, was passiert ist? Auf einmal, der ganze Hass für den Zahnarzt, das war so komplett weg. Und da haben wir verstanden, was Madame Perra immer sagte. Wenn Religionen zusammenhalten, dann gibt es für alles eine friedliche Lösung.
Oh, hallo. Wenn ihr mehr von den Mitternachtsspitzen sehen wollt, dann abonniert den Kanal oder klick hier oder da oder hier oder ihr wisst schon.